Okay, Leute, Ruffy steigt immer weiter und weiter, er wird immer stärker und stärker, genauso wie seine Gegner, die immer stärker und krasser werden. Und wir stehen heutzutage zumindest vor den Kaisern und Ruffy ist derjenige, der diese irgendwann besiegt. Aber diese Hürde, die scheint so riesig zu sein, aber wir kennen nur diese eine Seite. Schauen wir uns das Ganze doch mal aus der anderen Sichtweise an. Wie sehen die Kaiser Ruffy? Was denken diese von ihm? Haben sie sogar vielleicht sogar ein bisschen Bammel? Ich meine, nach Aussehen aus zeigt jeder oben. Sie haben alle keine Angst, aber ist das wirklich so? Das klären wir in diesem Podcast. Los geht's! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video bzw. Podcast zu der Reihe, die es auch letztes Jahr hier auf diesem Kanal und auch mit ein paar anderen zusammen gab. Das Ganze werde ich natürlich auch noch so organisieren, dass wir das zum Beispiel mit One Piece Theoretiker, vielleicht kommt Ruffy auch nochmal wieder ins Boot wie letztes Jahr, dass wir so ein gemeinsames Projekt draus machen. Ich persönlich starte das Ganze aber jetzt einfach mal. Podcast ist so eine kleine Tradition und das Ganze wird wie folgt ablaufen. Ihr könnt euch zurücklehnen, ja, also es wird jetzt nicht großartig viel editiert sein oder sowas, ja, lehnt euch zurück, tut irgendwie lernen, guckt irgendwie nebenbei eine Serie, räumt auf, putzt euer Zimmer, weiß ich nicht was, macht Hausaufgaben und dann könnt ihr nebenbei einfach so gediegen diesen Podcast hören. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja, dann verpasst ihr natürlich nichts. Man muss das immer mal wieder sagen, weil viele vergessen dann einfach den Abo-Button zu klicken. Aber in dem Sinne habe ich das jetzt einfach mal getan. Und falls ihr mehr von diesem Podcast haben möchtet, ja, bitte, bitte haut mal den Daumen nach oben rauf. Dann sehe ich das auch, dass ihr diesen Podcast gerne hören möchtet. Und dann ist man natürlich auch im Umkehrschluss natürlich viel motivierter, auch so einen Podcast zu machen. Denn es ist auch oder wird oder kann sehr anstrengend sein, wenn man so 30, 40 Minuten am Stück rumerzählt und rumlabert, aber ich mache das sehr gerne, ja, ich mache das sehr gerne und deswegen hüpfen wir jetzt einfach mal direkt ins Thema rein. Okay, in der Welt von One Piece ist Angst haben an für sich immer etwas Schwieriges, ja. Es gibt Charakter, die haben von nichts und niemandem Angst und Angst ist immer relativ, ist es nicht dasselbe wie in unserer Welt. Ich denke, da stimmen mir die meisten von euch zu, ja. Ruffy zum Beispiel, der hat keine Angst vor irgendwem, ja. Er hat einfach Kaido angegriffen, ja. Er hat sich vor die drei Admirale auf Marineford gestellt und so weiter. Die Angst in One Piece ist nun mal etwas anderes. Man kann nicht per se sagen, ja, der oder der hatte Angst vor dem oder dem, ja. Es ist immer sehr schwierig, das Ganze so zu beurteilen. Aber im Grunde genommen ist das etwas, wo man halt wirklich auf seinen Mann steht. Bei Ruffy wissen wir das, aber natürlich ist Angst auch immer so ein bisschen instinktiv oder kann instinktiv sein, indem man zum Beispiel seinen Gegner einfach nicht unterschätzt. Ja? Man hat da nicht wirklich Angst, sondern man spricht halt einfach im Volksmunde, sagt man dann, ey, ich habe eher Respekt vor ihm, ja. Wobei Angst und Respekt, das ist etwas, was aus dem anderen entsteht quasi, ja. Aus Respekt wird früher oder später wird dann Angst, ja, in einem Kampf oder sonstiges, ja, wo man halt zum Beispiel Angst um sein Wohlbefinden hat, etc., das resultiert halt einfach draus. Und heute reden wir einfach mal darüber, inwieweit die Kaiser Ruffy sehen, ja, haben die Kaiser vielleicht Angst, dass irgendwann Ruffy kommt und Ruffy es irgendwann schafft, diese zu übertreffen. Warum komme ich auf diese Thematik? Ganz einfach, weil die Möglichkeit besteht, dass hier sehr, sehr krasse Parallelen zu Roger aufgezogen werden, ja. Nicht nur wir als Zuschauer oder Leser oder Zuhörer, wie auch immer, wenn man den Anime nur hört, ja, das macht glaube ich keiner, aber wir als Zuschauer und Fans von One Piece, wir haben natürlich diese Parallelen zu Gold Roger, die haben wir schon längst entdeckt, die haben wir schon lange gesehen und diese auch immer mal wieder aufgezählt. Wir haben diese Vergleiche schon ewig oder schon seit Jahren machen wir diese in der kompletten Community, dass Ruffy einfach Roger ähnelt. Das ist auch natürlich vollkommen so beabsichtigt von Oda. Es ist nicht so, dass das Ganze zufällig ist. Ja, Ruffy ist mehr oder weniger die Reinkarnation, der halt den Willen von Roger vererbt bekommen hat und diesen weiter bringt, beziehungsweise weiter in sich trägt, um halt nach Freiheit zu dürsten. Und das ist ja so Ruffys Ziel, Piratenkönig zu werden, um halt die meiste Freiheit zu haben. So, jetzt schauen wir uns mal die Blickwinkel der Kaiser an. Ja, ich denke, wir beginnen einfach mal mit Shanks, weil Shanks ist ein Charakter, der jetzt nicht wirklich so als Gegner zählt, ja. Wobei Ruffy trotzdem gesagt hat, er möchte alle Kaiser besiegen. Ja, was da mit Shanks passiert, ist aber eine ganz andere Sache. Vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, ja. Ruffy versus Shanks oder so, müssen wir mal gucken. Apropos Podcast, falls ihr Ideen habt, ja, oder Themenvorschläge, auch gerne damit in die Kommentare, ja. Gerne damit in die Kommentare und dann mit bisschen Glück behandle ich dann
euer Wunschthema in einem Podcast. Und ich denke, Shanks ist so mehr oder weniger die Ausnahme. Er ist halt ein Nakama von Ruffy. Er kennt Ruffy schon seit klein auf und Ruffy würde den Teufel tun, ihn versuchen zu verletzen oder so. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen utopisch, weil Ruffy noch längst nicht dort an dieser Position steht, dass das überhaupt tun könnte. Aber irgendwann wird es halt so sein. Ne? Irgendwann wird Ruffy halt der Stärkste in One Piece sein als Piratenkönig, wenn er alle Kaiser erledigt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Shanks Sichtweise auf Ruffy. Ich denke, und das haben wir auch gesehen, Shanks beobachtet die Situation bzw. das Abenteuer von Ruffy sehr, sehr genau. Er beobachtet das, denke ich mal, auch mit sehr viel Freude, denn Shanks ist jemand, der auf den Nachfolger von Roger gewartet hat und Ruffy ist da. Er ist oder wirkt für Shanks wahrscheinlich auch so wie der Nachfolger von Roger. Für Ruffy oder für Shanks ist Ruffy derjenige, der Rogers Traum, ich sag mal, zu Ende bringt, der das vollbringt, ja, der den Traum von Roger wirklich oder generell diese Weltregierung, diese Abruptheit, ja, der Tenryubito und so weiter. Ruffy wird derjenige oder der Kernfaktor oder dieser Key sein, dieses korrupte System zu zerschlagen. Ruffy wird dieses System zerschlagen und ich denke, darüber freut sich Shanks und Shanks freut sich immer wieder, wenn er dann wahrscheinlich auch diese positiven Schlagzeilen für Ruffy in den Zeitungen liest und so weiter. Ich meine, wir haben ja vor kurzem auch gesehen, dass Shanks gesagt hat, okay, die Zeit kommt oder rückt immer näher, wenn wir uns oder dass wir uns jetzt bald sehen. Ja? Also das wird irgendwann passieren und Shanks und Ruffy, die haben ja beide ihr Versprechen, ja, dass Ruffy nämlich ihm seinen Strohhut zurückgibt. Deswegen ist auch Shanks so einer der Kandidaten, die halt für den Tod, ich sag mal, sehr, sehr wahrscheinlich sind, weil es einfach vom Dramaturgischen her eine sehr starke Plotline wäre. Ja, also da könnte man viel mitmachen, aber Shanks im Großen und Ganzen, der ist begeistert von Ruffy. Ja, Shanks ist, glaube ich, so ein heimlicher Fan von Ruffy wie Bartolomeo. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, ja, dass Shanks sich da immer wieder freut, wenn Ruffy da immer weiter hochgeht. Und gerade auch bei der letzten Kopfgeldsteigerung von Ruffy, denke ich, ist innerlichen Shanks so, ist er bestimmt ein bisschen ausgeflippt. Ja, ich meine, gut, 1,5 Milliarden, wir haben ja vor kurzem die neuen Kopfgelder der Kaiser bekommen, die sind ja nochmal um einiges höher, ja, fast das drei oder ungefähr das Dreifache, das ist schon ein Wahnsinn, also 1,5 Milliarden, wir dachten ja schon, das wäre krass, aber in dem Falle ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und natürlich, ja, und natürlich setzt Shanks bestimmt viel in das D von Ruffy, in dieses Schicksal oder in diesen schicksalhaften geheimen oder uns auch noch geheimen Namen, vielleicht kriegen wir da ja irgendwann jetzt mal, vielleicht sogar im Oden-Flashback irgendwie mal ein paar Infos. Das wäre schon eine ganz super nice Sache. Aber ich denke, Shanks ist einer, der auf jeden Fall hier sich darüber freut und natürlich auch das D wirklich oder für das D wirklich auch hoch pokern würde. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und im Grunde genommen ist Shanks wirklich ein Fan von Ruffy. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden wirklich irgendwann mal kämpfen werden. Gehen wir dann mal weiter zu Blackbeard. Ja, der aktuell frischste Kaiser, wenn man Ruffy als Kaiser sehen will, ja. Also ich persönlich sage, er ist noch nicht so ein ganz richtiger Kaiser, er ist so ein Kaiser-Light, ja, nicht ein Azubi, sondern ein Praktikant, sagen wir mal so. Blackbeard ist jemand, ist auch kein typischer Charakter, der irgendwie so Angst hat. Aber ich glaube, Blackbeard weiß ganz genau von sich selber natürlich auch und diesbezüglich kann er auch auf andere schließen. Ich persönlich glaube, Blackbeard weiß, was das D ist. Wie komme ich auf die Tatsache? Ich persönlich glaube, dass Whitebeard ihm das erzählt hat, ja? Denn wir wissen ja, Whitebeard hat sich ja mal mit Roger getroffen und Roger hat ihm alles erzählt, was das D ist und so weiter. Er hat ihm alles erzählt und im Groben kann ich mir vorstellen, dass Whitebeard dann das als Pflicht auch mehr oder weniger gesehen hat, das weiterzugeben, denn Whitebeard sagte, ey, ich habe jemandem sogar mit einem D im Namen in meiner Crew und damit war Blackbeard gemeint und ich denke deswegen, alleine hat er das Blackbeard erzählt und vielleicht hat sich Blackbeards wirklicher Plan auch daraus geschmiedet, man weiß es natürlich nicht, aber ich denke, Blackbeard kennt oder wenn er die Geschichte der D kennt, ist Blackbeard zumindest einer, der Ruffy massiv respektiert, zumindest oder sobald er einen Kaiser bzw. Kaido vielleicht sogar besiegt hat, dann wird Blackbeard jemand sein, der Ruffy respektiert und vielleicht innerlich sogar auch ein bisschen Angst vor dem Kampf bei Ruffy oder gegen Ruffy haben wird, weil Blackbeard einfach das Geheimnis kennt. Whitebeard sagt ja auch zu Blackbeard, ey, du bist nicht derjenige, auf den Roger wartet, du bist es nicht. Und wenn jemand wie Whitebeard, so eine Nummer wie Whitebeard sowas schon äußert, ja, das hat schon ein Gewicht und ich bin sehr gespannt darauf.
klar, Blackbeard wird sich dem Kampf stellen, ja, was anderes bleibt ihm natürlich nicht übrig, ja, aber ich denke, im Hintergrund wird er sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn er Ruffy gegenüberstehen wird. Ich persönlich bin ja einer, der sagt, Blackbeard hat in dem Falle sogar noch mehr, ein bisschen mehr Hintergrundwissen, wenn er das über das D weiß, ja, wenn Whitebeard es ihm erzählt hat, was sehr wahrscheinlich ist. Im Groben und Ganzen denke ich aber, dass Blackbeard jetzt nicht so großartig viel ihn jetzt so unterschätzt oder sonstiges, ja. Ich denke, Blackbeard ist da, glaube ich, der relativ intelligenteste Charakter von den ganzen Kaisern, jetzt ausgenommen von Shanks, ja, die jetzt es wagen würden, mehr oder weniger Ruffy zu tun. Es ist ja immer wieder so passiert, ja. Gegner von Ruffy haben ihn immer wieder unterschätzt, weil er halt einfach ein dummer Idiot ist, so ein naiver Idiot, sagen wir mal so. Dumm ist Ruffy nicht, er ist nur sehr naiv und das Blackbeard, glaube ich, keiner von der Konsorte, die das so mehr oder weniger, ich sag mal, oder er ist einer, der kann das so ein bisschen durchblicken, so, weil er kennt das so ein bisschen, er hat Ruffy auch schon so getroffen und er sieht natürlich die ganze News zu Ruffy, ja, der Sieg gegen Big Mom mehr oder weniger, der Sieg, ja, Big Mom selber wurde ja nicht besiegt, aber als solches wurde das als Sieg natürlich gewertet, ja, und so, weil Blackbeard seht ja, wie stark Ruffy wird, er wird immer stärker, stärker, stärker und das ist etwas, was Blackbeard durchaus respektieren wird, was er auch respektieren muss und er darf Ruffy auf gar keinen Fall unterschätzen, weil er ganz genau weiß, sonst hat er die Arschkarte. Nun gehen wir mal zu Big Mom und Kaido und hier ist das Ganze natürlich viel, viel, viel interessanter zu diskutieren, denn auf der einen Seite, als Ruffy die Ansage bei Big Mom auf Fishman Island gemacht hat, hat Big Mom sich wahrscheinlich gedacht, yo, alles klar, komm du kleiner Fischmann, du bist zwar der Enkel von Garb, aber das heißt noch gar nichts, ja, und wir kennen ja jetzt die Geschichte von Roxy Zebek, Monkey D. Garb und Gold Roger und ich denke, diese Flashbacks, ja, also diese Vergangenheit mit den Leuten, ja, also mit der Rocks-Ära im Allgemeinen, die hatten immensen Impact, denke ich mal, auf die zukünftigen Kämpfe, denn ich kann mir vorstellen, dass Big Mom und Kaido im Laufe der Kämpfe gegen Ruffy, ja, Ruffy wird ja mehrere Ansätze haben und so weiter, ich denke, nach und nach werden die verstehen und begreifen, dass Ruffy derjenige ist, der Roger so Willen geerbt hat und ich denke, spätestens dann kann ich mir sogar vorstellen, dass Big Mom und Kaido sagen, ey, wir beide müssen zusammen jetzt gegen Ruffy kämpfen, weil sonst schaffen wir das nicht, weil Ruffy einfach immer stärker wird und immer gefährlicher wird und ich denke, jetzt zu diesem Zeitpunkt hat Big Mom ja mehr oder weniger schon mal einmal die Erfahrung gemacht, dass sie mehr oder weniger diesen Kampf verloren hat, ja, und Whole Cake Island wurde ja komplett zerstört und alles wurde niedergeprügelt und Ruffy hat da wirklich viel aufgemischt, Ruffy hat ihre Kommandanten weggeflext, also es ist schon sehr, sehr krass, wenn Big Mom jetzt nicht so einen leichten, ich sag mal, so einen leichten negativen Beigeschmack hat, wenn sie Ruffy hört oder sowas. Ich meine, der innigste Beweis, finde ich persönlich, das ist nämlich das Zitat von Brook, ja, als Brook damals bei Whole Cake Island Big Mom getroffen hatte, ihr erinnert euch, dieser heftige Kampf oder auch das heftige Zitat von Brook, ja, als würde ein Idiot einfach sich hier hinwagen, mit dem Ziel zu sterben oder sowas und Big Mom hat genau dasselbe Zitat dann früher oder später, als sie bei Kaido war, bei Kaido gesagt, das heißt, sie hat von Brook mehr oder weniger sogar etwas gelernt, ja, sie hat es aufgenommen, aufgesogen, weil sie im Nachhinein gedacht hat, ey, der hat recht, ja, das ist richtig so, was er gesagt hat und dieser Auftritt von Ruffy auf Whole Cake Island, der hat eine dicke Narbe hinterlassen und ich kann mir vorstellen, dass Big Mom Ruffy mittlerweile ein wenig anders sieht, klar, Big Mom ist von sich selber auch nochmal so krass überzeugt, sie ist ja auch übel krass stark, dürfen wir nicht unterschätzen, aber ich denke, dieser Auftritt von Ruffy hat da ein klein wenig etwas verändert, ja. Big Mom ist, glaube ich, jetzt nicht so, wie damals, als sie mit Ruffy auf Fishman Island gesprochen hat, so, ja, dieser kleine Wurm oder so. Ich denke, Big Mom hat ja so ihre Hintergedanken, wenn sie jetzt nochmal bei Ruffy ist, ja. Ich meine, in Udon zum Beispiel. Sie hat es auch nicht geschafft, dort Ruffy einzufangen. Und sie wird es jetzt in Zukunft auch nicht mehr schaffen, Ruffy einzufangen, weil Ruffy sich zu helfen weiß mittlerweile. Und ich denke jetzt gerade auch Ruffys Power-Up mit dem Goken-Haki und so weiter. Ich denke, mittlerweile ist Ruffy so an der Türschwelle, wo er klopfen kann. Ey, jetzt kann ich die Kaiser vielleicht sogar ein bisschen verletzen. Ja, vielleicht kann ich ihnen jetzt so ein bisschen wehtun. Und ich denke, Big Mom wird die Erste sein, die realisieren wird, dass Ruffy so ist wie Roger.
Roger, dass Ruffy sich Roger immer mehr ähnelt und ich denke, Beckmann wird auch vielleicht sogar die Erste sein, die das aussprechen wird. Ja, ich meine, Ruffy hat sich mit Beckmann auch schon mal kurz ausgetauscht, dass Ruffy gesagt hat, ey, ich werde erst Kaido erledigen und dann mache ich dich fertig, wo Beckmann gesagt hat, ihr könnt Kaido nie besiegen. Ja, und spätestens, wenn das der Fall ist, ja, wenn Ruffy Kaido besiegt hat, ja, dann wird Big Mom nicht nur Hintergedanken haben, dann wird Big Mom nicht nur Respekt vor Ruffy haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Big Mom Ruffy auf alle Fälle meiden wird. Weil sie einfach in Ruffy dann diesen Roger sieht und die Rocks wurden damals zerschlagen und sie hat dann diese Flashbacks. Ja? Es ist ja eine Parallele. Oda spielt sehr gerne mit Parallelen oder macht halt auch sehr gerne diese Parallelen. Ich meine, schauen wir uns damals das an, ja? Kaido, Big Mom, Whitebeard, Roxy, Zebek und so weiter. Shiki, die waren in einer Crew, wurden von zwei Leuten zerschlagen, Roger und Garp, ja. Jetzt haben wir quasi dasselbe, also mehr oder weniger dasselbe, aber mit Kaido und Big Mom, ja, die machen jetzt eine Allianz und jetzt haben wir hier Ruffy und jetzt könnte man sagen, okay, es fehlt noch eine andere Variable, also jemand anderes fehlt, ja, weil damals haben sich Roger und Garp zusammengetan, wer tut sich jetzt mit Ruffy vielleicht zusammen und neben jetzt Trafalgar Law und die üblichen Allianz-Leute, ja, die wir jetzt da haben, ist da natürlich die Frage, ey, kommt da vielleicht auch nochmal ein starker Marine-Typ, ja, irgendwie sowas, ja, der sich dann, ich sag mal, so ein bisschen mit Ruffy verbündet, wobei ich aber sagen muss, Ruffy ist, glaube ich, jemand, der sagt, ey, ich kümmere mich um die Kaiser dann allein, ihr könnt mir ein bisschen helfen, aber die Hauptarbeit werde ich machen. Ich denke sogar, ich kann mir vorstellen, dass das auch der Anspruch von Roger damals war, aber Garp hat sich das vielleicht auch nicht so sagen lassen. Natürlich, der ganze Kampf von damals, den können wir natürlich jetzt nicht ganz im Detail, ich sag mal, durchgehen oder beantworten, weil wir es einfach nicht wissen, aber im Groben und Ganzen denke ich hier, Big Mom hat Hintergedanken zu Ruffy und sie wird sich auch schon mal die Frage gestellt haben, ey, was ist, wenn das so weitergeht? Was passiert dann? Ich meine, Big Mom hat ja schon die fette Breitseite bekommen. Ja, ihre Kommandanten haben verloren. Whole Cake Island komplett zerstört, ja. Also, sie kann, glaube ich, nicht einfach, und sie kann es sich, glaube ich, auch gar nicht erlauben, einfach so die ganze Zeit jetzt überheblich über Ruffy herzuziehen. Und ich denke, sie wird das vielleicht Kaido auch ein bisschen stecken. Ich glaube, Big Mom, und das wäre das mal nicht so ein geiles Panel, wenn wir Kaido und Big Mom auf Onigashima sehen würden und Kaido sagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich werde jetzt Ruffy fertig machen oder so, wäre das nicht geil, wenn Big Mom dann da sitzt, lacht, ja, so mit ihrer elenden Dreckslache und sagt, ey, aber übernimm dich nicht, unterschätzt Ruffy nicht. Das wäre ja mal ein so geiles Panel. Wie heftig wäre das? Also wie krass wäre das? Also das wäre übel insane und das wäre schon cool. Bei Kaido sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus. Er hat natürlich keine großartigen Eindrücke jetzt von Ruffy bekommen. Klar, sie haben schon mal einen Kampf bekommen und Kaido hat schon mitbekommen, dass Ruffy einen eisernen Willen hat, ja, wo Kaido ihn geone-shottet hat, Ruffy ihn aber so böse angeguckt hat, danach sogar noch das Königshaki gemacht hat. Und ich denke, spätestens, wenn Ruffy den ersten Critical Hit bei Kaido landet, wenn er es erstmal so richtig Blut spuckt oder so, wie damals bei Ruffy Redhawk Doflamingo, das war übel geil, oder? Wenn so ein Moment bei Kaido jetzt kommt, ja, spätestens dann wird Kaido vielleicht sogar auch die Rocks-Ära-Flashbacks bekommen mit Roger oder im Allgemeinen wird er dann Roger mehr oder weniger in Ruffy sehen, gerade mit dem D im Namen und so weiter. Ruffy, der Strohhut ist ja auch noch eine sehr wichtige Sache, ein sehr wichtiges Merkmal, dürfen wir auch nicht vergessen. Dann natürlich auch Ruffys Verbindung zu Garp, ja, was das Ganze auch nochmal bestärkt, ja, weil Roger und Garp in einem, ja, das ist Ruffy, ja, Roger, Garp fusioniert, wäre dann in dem Fall so ein bisschen Ruffy, aber im Großen und Ganzen wird es dann irgendwann so sein, dass Kaido dann auch Ruffy, ich sag mal, anerkennt, ja? Und wäre es nicht geil, noch ein Panel zum Überlegen, zum Träumen ein wenig, ja? Wäre es nicht auch geil, wenn Ruffy, Kaido einen Königshaki-Clash haben würden und sich dann ebenfalls auch der Himmel spaltet, ja? Dass dieses Himmel spalten, das hat man bisher nur bei den Kaisern, einmal bei Shanks, Whitebeard, Kaido, Big Mom, wäre das nicht geil, wenn Kaido und Ruffy ein Königshaki-Clash haben jetzt bald das nächste Mal und dass sich dann der fucking Himmel spalten würde. Das wäre so wahnsinnig cool. Das wäre echt krass. Also das wäre übel krass, wenn sich einfach dieser fucking Himmel dann spalten würde. Und ich muss ganz klar sagen, spätestens, wenn Ruffy Kaido besiegt hat. Und klar, aktuell wirkt das noch sehr, sehr weit weg, aber es wird irgendwann passieren. Das wird kommen, ja, definitiv. Dann, meine lieben Freunde, sieht das Ganze nochmal anders aus, ja. Spielen wir das Szenario mal durch.
Ruffy besiegt Kaido. Ja, sagen wir so, 70% übernimmt Ruffy selber, 30% bekommt der Support von Zoro, Law und so weiter. Jedenfalls, Ruffy erledigt Kaido, das geht um die Welt. Dann die Reaktionen von allen zu sehen. Ja, egal, ob es jetzt nur Kaiser sind. Ja, es reicht ja auch schon Akainu, seine Reaktion, Sengoks Reaktion, die Reaktion von Garb, ja. Und dann die Reaktion von Shanks, der sich natürlich Todes freuen würde. Aber dann mal die Reaktion von Big Mom zu sehen, von Blackbeard zu sehen. Ich denke, spätestens dann und auch darüber hinaus, wenn Kaido nicht getötet wird, wovon ich aber sehr wahrscheinlich ausgehe, wenn er dann nicht getötet wird, dass das Thema Respekt und Angst nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, gerade bei den Kaisern. Ich denke, Blackbeard wird dann Bammel vor Ruffy bekommen, ja. Er wird sich aber den Kampf stellen, klar, und hinterhältig versuchen, ihn zu erledigen, aber er wird es vielleicht auch nicht ganz zeigen, aber innerlich werden Blackbeard genauso gut wie Big Mom, die werden Angst bekommen, weil die, gerade Big Mom bekommt Flashbacks zu Rocks Ära. Gerade sie wird dann sehen, Ruffy ist ähnlich wie Roger. Scheiße, was tue ich jetzt? Er hat Kaido besiegt, das heißt, er kann mich auch erledigen. Und das ist etwas, was Big Mom wahrscheinlich überhaupt nicht in den Kragen passt. Und sie wird dann ein wenig Angst haben. Vielleicht sogar Ruffy vermeiden. Ne? Wäre ja mal lustig, wenn man den Spieß ein bisschen umkehrt und Big Mom dann vor Ruffy flüchtet. Ich weiß, das klingt aktuell so dumm und so naiv, aber es kann ja wirklich sein, ne, dass Big Mom da keinen Bock drauf hat und sagt, okay, er hat Kaido erledigt, ja, er ist einfach zu stark, ja, er ist stark geworden, zu stark geworden. Ich habe damals den dicken Fehler gemacht und ihn unterschätzt und jetzt fickt er ja alles, also das ist etwas, das darf man natürlich nicht, man darf ja ein bisschen träumen, das wäre schon cool, aber im Großen und Ganzen wird die Angst, umso mehr Ruffy in Aktion tritt, ja, umso mehr Ruffy macht, umso mehr Unruhe er stiftet, umso mehr Chaos er macht, umso mehr wird er auf der einen Seite erst einmal respektiert, ja, der Respekt wird da sein. Dann kommt irgendwann die Situation, wo Ruffy das übertrifft, ja. Was heißt das übertrifft, sondern diese Leute mehr oder weniger übertrifft. Und wenn das dann passiert ist, dass dann Ruffy hingeht und mehr oder weniger Angst in den Charakteren wie Big Mom, wie Kaido, ja, wie Blackbeard oder so, dass da ein bisschen Angst geschürt wird, dass die sich ein klein wenig, vielleicht sogar in die Hose machen und vielleicht Ruffy mehr oder weniger ein bisschen versuchen zu meiden. Ja, also es ist sehr schwierig mit dem Thema Angst in der Welt von One Piece irgendwie was Grundlegendes oder was Grundfestes aufzubauen beziehungsweise darüber eine Diskussion zu machen, weil die Angst halt ziemlich anders ist als hier in unserer Welt. Ja, also ich denke, mit dem Thema Respekt und Angst, das kreuzt sich hier eigentlich immer ganz gut, ja, weil Angst ja gerade bei den Kaisern immer etwas ist, was eine neue oder eine andere Dimension hat, ja. Akainos Reaktion, ja, oder hat er vielleicht mehr oder weniger Angst, wenn er dann vor Ruffy steht, gerade wegen Ace, ja, Rache und so, aber ich denke, wir alle wissen, dass Ruffy nicht so ein rachsüchtiger Mensch ist, aber im Großen und Ganzen ist, denke ich mal, die Tatsache, dass Ruffy dann Roger so sehr ähnelt, dass die halt diese Flashbacks bekommen zu Rocks Ära, ja, dass die zerschlagen wurden von Roger und so weiter, ja, ich denke, diese Flashbacks werden dann mehr oder weniger der Auslöser dafür sein, dass sie dann ein bisschen, ja, wenn nicht sogar, wenn, es kann ja auch nur ein ganz klein wenig sein, ja, nur ein bisschen, ja, dass sie sich vielleicht selber ein bisschen eingestehen, ey, ich habe ihn unterschätzt oder so, ja, dass das dann irgendwann der ausschlaggebende Punkt ist, wo Ruffy dann wirklich endlich mal auch diesen lang verdienten Respekt gezollt bekommt, ja, und gerade das D in dem Namen von Ruffy wird hier definitiv auch nochmal herausstechen und auch ein Thema, denke ich mal, sein. Ich denke, das Ganze kann hier durchaus der Fall sein. So, im Großen und Ganzen war es das erst einmal von dem Podcast. Falls euch der Podcast gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr einfach mal einen Support-Daumen dalassen würdet, ist für euch wirklich nur eine Millisekunde. Wäre ganz schön nice. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch gerne ein Abo dalassen. Ja, Daumen habe ich ja schon gesagt. Wäre cool, wenn ihr das machen würdet. Und Podcast-Themen gerne in die Kommentare. Und falls ihr bis hierhin gehört habt, ja, falls ihr wirklich bis hierhin gehört habt, einmal Hashtag Ruffy, ja, einmal Hashtag Ruffy in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr alle fleißig bis hierhin gehört habt und dann natürlich, ja, bis zum nächsten Mal, ja, also ich guck mal, was für ein Thema ich dann noch raushaue. Diese Podcasts sind zusätzlich, normale Videos werden auch kommen und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag, Abend, entspanntes Wochenende, wie auch immer. Morgen gibt's dann vermutlich auch schon das nächste Video, da bin ich jetzt raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal rein, ciao und tschüss.